Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ich habe gestern auf dem Weg noch, als bist du durch die Stadt gelaufen, einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst. Ich meine, da habt ihr auf jeden Fall aber darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du könntest ja Veganer sein. Du hast gesagt, Vegetarier eher, aber Veganer könntest du nicht vorstellen. Nein, vegan auch sowieso nicht, weil es ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass vegane Ernährung nicht gesundheitsfördernd ist. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Vegetarisch finde ich super, sollte die Hälfte der Weltbevölkerung machen, dann hätten wir wirklich weniger Probleme. Oder auch Flexitarier zu sein, ist echt die beste Variante, auch wirklich auf Fleisch zu verzichten, kann ich jedem ans Herz legen. Aber ein Teil tierische Produkte sollte der Mensch sich schon zuführen, bewusst, aber vernünftig. Das ist eine wichtige Message, ne? Ganz wichtige Message. Weil gerade die Leute, die vegan leben, es einen ja auch 10-mal wissen lassen gerne. Ja, das finde ich auch noch ganz schlimm. Also diese moralischen Zeigefinger nach oben zu halten, ist, ich finde, für jeden ist Platz für seine Art zu leben auf dieser Erde. Egal, welche Leidenschaften, noch welche Hingabe er hat, in welche Kulinarik, in welcher Religion, egal wo was, Neutralität muss gegeben sein. Und jeder Mensch ist gleich. Wir sind alle von innen rot. Jeder ist gleich und wir gehen alle auf den Pott irgendwann. Ja. Also von daher finde ich immer diese Klassifizierung ganz schlimm. Nur ich finde es nicht gut, wenn Menschen sich durch einen gewissen Idealismus selber Schaden zufügen. Und das finde ich persönlich, also ich habe mit ganz, ganz vielen Wissenschaftlern auch ganz viele Berichte gelesen und es ist halt schwierig und die wenigsten ernähren sich als Veganer so genau und sind auch nicht konstant in der Kontrolle beim Arzt und füllen ihre Nährstoffreserven wieder dementsprechend auf. Das ist in gewissen Völkern in Indien und Sri Lanka, die leben ja vegan seit zig von Jahren. Da ist das schon in der Genetik vorhanden. Die haben keine Probleme, weil der Körper hat sich komplett daran gewöhnt. Ja, dadurch, dass sie sich so daran gewöhnt haben, haben die bereits alles aufgeladen. Richtig, genau. Und dann haben die nicht mehr dieses Problem, essentielle Stoffe sich irgendwo anders herholen zu müssen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, was du ansprichst, dass so ein Defizit da ist. Dass man der Überzeugung ist, ich mache hier alles richtig. Schaut mal, wie richtig ich das mache. Aber wenn man das mal runterbrechen würde, dann eigentlich da diverse Ladebalken nicht mal halb gefüllt sind sozusagen. Ne? Genau. Und das ist halt ganz wichtig, dass die Leute sich drüber nachdenken. Und vegetarisch gerne. Sollten viel, viel mehr machen. Dann hätten wir weniger Probleme. Weil gerade Tier- oder Proteinerzeugung auf Tierbasis ist ein riesiges Wirrwarr, ist eine Katastrophe eigentlich. Tja, guck mal, dann ist das wahrscheinlich hängen geblieben bei dem Podcast-Interview, dass du gesagt hast, ja, vegetarisch gerne, vegan auf keinen Fall, dass lässt das dann dich das darauf. Ne? Nein, also ich esse gerne Fleisch, aber auch nicht jeden Tag, sondern... Und auch ausgewählt? Und sehr ausgewählt, sehr ausgewählt. Also bei mir, also das ist, glaube ich, so einer mit meiner absoluten Leidenschaft. Ich fahre keinen Sportwagen und ich bin auch keiner, der irgendwie... Ich lebe sonst relativ bescheiden, und aber bei Nahrungsmitteln, da bin ich, da habe ich keine Grenzen. Ja. Das liebe ich und das lebe ich und ich bin ein Geschmacksfanatiker und ich könnte... Wenn ich wollte und wenn ich komplett unabhängig wäre, würde ich nur durch die Weltgeschichte fahren, an tollen Spots und essen. Ich liebe Geschmack und ich liebe Situationen, die mit Essen zu tun haben. Und wenn ich im Urlaub bin, bin ich der Erste. Ich kenne jede Markthalle in ganz Europa. Und das liebe ich. Das ist für mich, da sauge ich meine Energie und da könnte ich den ganzen Tag verweilen. Ist es dann entsprechend auch für dich als absoluten Experten wichtig zu wissen, wie der Geschmack entstanden ist? Ja, natürlich. Und ich weiß auch, wie gewisse Sachen hingetrickst werden. Allein schon bei der Agrarerzeugung wird ja schon ganz viel getrickst. Und da wird es aber auch in den nächsten Jahren ganz, ganz wichtige Innovationen geben. Und wir werden auch sowieso unsere Nahrungsmittel bald gar nicht mehr so erzeugen können, weil wir die Flächen bald nicht mehr ausreichen. Wir haben unsere Erde selber aufgegessen. Ja. Ja, und das heißt wirklich, dass heutzutage zum Beispiel Fleisch wird, der Fleischpreis wird entschieden, wo das Tier noch nicht geboren wurde. An Futtermittelbörsen. Die Futtermittelbörsen stimmt, ja, kontrollieren den Fleischkonsum von morgen.
Das ist ein Kapitalmarkt, das ist einfach nur grauselig, wenn man das so sieht. Und man sollte Massentierhaltung verbieten. Fleisch am liebsten dreimal so teuer, viermal so teuer. Ein Stück Schweinefleisch oder so ein Schweinenacken, wenn ich das sehe, für ein Kilo, 2 Euro, ein paar zerquetsche, da könnte ich heulen. Da könnte ich heulen, wirklich. So ein Schweinenacken sollte Kilo 30 Euro kosten. Dann würden die Leute diese Scheibe aber auch genießen. Ja. Und die würden das wertschätzen. Da ist ein Tier für gestorben. Ein Lebewesen wurde mit einem Bolzen in die Schädeldecke gerammt und liegt da und danach wurde ihm die Kehle aufgeschnitten, es wurde ausgeblutet. Ja, das ist keinem bewusst, weil die kaufen, ach guck mal, das schöne Steak hier unter der Folie. Nee, ja, geh doch mal in so einen Schlachthof. Genau. Geh doch mal da rein, guck dir, nimm den Geruch doch mal auf. Dazu kommt ja noch, dass auch dann ein komplett falsches Bild erzeugt wurde über die ganzen Jahrzehnte, die man diese Preise auch gewohnt ist. Ja? Natürlich, weil es in Deutschland eher wird 4.000 Euro im Monat eine Karre geleast, ja, anstatt ein vernünftiges Stück Fleisch gegessen. Hauptsache, da wird dann an 10 Cent rumgegeizt, wenn man dann ja, Hauptsache dem Nachbarn erstmal gezeigt, dass ich den dicksten AMG auf dem Hof stehen habe. Mhm. So ist es doch. Was sagst du solchen Leuten, oder wenn du da so emotional bist, auch bei dem Thema, sprichst du das auch manchmal an? Ja, was soll ich den Leuten dazu sagen? Das müssen sie selber wissen. Mhm. Ich bin kein Messias, ich bin auch, weißt du, ich möchte ja die Leute sensibilisieren, aber ich möchte sie nicht bevormunden. Das müssen sie selber drauf kommen. Und irgendwann kommt man mal darauf, dass es nicht darum geht, wie viel PS du auf der Straße hast, sondern wie viel gute Nahrungsmittel du dir auf den Teller leisten kannst. Ja, das stimmt. Und vielleicht dann wirklich beim guten Biobauern anzuhalten und 1 Euro mehr zu bezahlen und mal gucken, wer ist denn. Und ey, mal, heute wird alles in Google gesucht, ne? www.schlüpfer-aus-algen.de, das sucht sich ja, also ne, also gibt's ja wirklich alles. Aber anstatt mal zu gucken, wo ist der Imker in meiner Nähe? Mhm. Und das ist zum Beispiel, und das kriegst du, und ich habe einen mega Imker hier im Meerbusch, mhm, der macht einen gepressten Honig, keinen geschleuderten. Das ist so lecker. Und ich liebe solche Erzeugnisse. Hier gibt's vorne gibt's einen Bauer Bärisch, der macht sein Geflügel, der Obsthof Mertens, mega. Die machen Tiefkühlhimbeeren, die kriegst du in keinem Supermarkt. Also sagst du, man muss sich ein Bewusstsein dafür schaffen, sich einmal die Mühe machen. Guck doch einfach in euer Handy ein. Und hat dann auch den Nutzen davon, dass man natürlich groß, ja. Gib's doch einfach im Handy ein. Reicht doch schon. Und jede große Stadt hat einen guten Bauernmarkt. Und da auch mal fragen, haben sie das selber gezogen oder ist es zugekauft? Nicht jede tolle Vintage Pharmakulisse ist genau das Produkt, was er da auch verbimmelt. Alle wollen am Ende des Tages Geld verdienen, nicht vergessen. Wie stehst du denn zu dem ganzen Bio-Hype in den Discountern? Ja, also ja, ich meine, ich finde es sehr gut, dass sowas gefördert wird. Mhm. Sogar Bioland. Mhm. Wenn das natürlich, also die Discounter haben eine riesen Macht in Deutschland. Und wenn wir schaffen, dass durch solche Aktionen der Bioanbau von Produkten gefördert wird, super. Mhm. Hoffentlich sind sie teuer genug. Für mich können Lebensmittel doppelt so teuer werden in Deutschland. Dann gibt es halt nur einmal die Woche Fleisch. Ja, das ist richtig. Dann sollen sie sich einfach dran gewöhnen. Nee, aber Mortadella, Eigenmarke für 99 Cent. Dann gehen sie Freeway-Cola saufen für 29 Cent. Und dann sitzen die Kinder, zocken Fortnite und werden immer fetter und dämlicher. Ja, und dann wird die Hälfte noch weggeschmissen. Und dann, ja, also, weißt du, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden in Deutschland? Solche Statistiken machen mir mal Angst. Sag. Pro Stunde 300 Kilo. Mhm. Pro Stunde. Ja, die Stunde Interview sind... Die Stunde Interview hätten wir jetzt hier 300 Kilo Lebensmittel Müll. Ja. Würden hier jetzt liegen. Naja. Ist keinem bewusst. Das stimmt. Weil auch die Leute, gerne wird ja Aufschnitt gekauft in irgendwelchen Verpackungen, die nicht wieder zugehen, anstatt das umzufüllen im vernünftigen... Der Umgang mit Lebensmitteln, das ist schon das A und O zu Hause. Ja, wie behandle ich die Lebensmittel? Nimm ich ein Schraubglas, ne? Da kann ich auch Sachen reinfüllen. Und. Ja, gerade bei solchen Aufschnittssachen, da denke ich immer an die Frühstücksplatten. Wenn sich so ein Pärchen für den Morgen, dann sieht das alles schön aus, dann wird das alles schön auf den Tisch gelegt und dann wird die Wurst schon so ein bisschen ranzig an der Seite und dann wird sie weggeschmissen, ohne dass sie jemals gegessen wurde. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Genau bei solchen Sachen geht es aber schon. Und wenn du mal allein so eine Mortadella, was da für ein Aufwand für betrieben wird? Ein Schwein wird gezogen, das wird gefüttert. Die Scheiße wird abtransportiert.
dann wird es geschlachtet, dann wird es zerkleinert, dann wird es gewolft, dann kommt es im Kutter, dann wird es gebrüht, dann wird es geschnitten, kommt dann in der Packung, wird transportiert und liegt dann im Supermarkt im Regal. Das wissen wir alle gar nicht. Und da haben wir gar keine Ehrfurcht für. Das stimmt. Ja? Und es wird ständig über CO2 geredet, aber wir sind die größten CO2-Erzeuger in unserem Grundkonsum. Und da sollen wir ein bisschen umdenken. Ja, das war nur eins von vielen Interviews, die wir hier gemacht haben beim Sprechplanet. Hier sind noch viele, viele andere. Die vollen Gespräche, die ganzen Versionen, gibt es auf massengeschmack.tv zum Abonnieren, kostenlos testen, reinklicken. Bis gleich.